Ja, liebe Leute, da bin ich mal wieder mit einem sehr ernsten Video. 10 Dinge, die ich an Köln mag. Wirklich mag, ja? Ja, fangen wir bei der 10 an. Der Rhein. Ja, der Rhein, der Fluss Rhein. Leute, es gibt nichts Schöneres, als in einer Stadt zu wohnen, wo ein Fluss durchfließt. Ihr werdet das merken, sobald ihr wisst, wie es ist, in einer Stadt zu wohnen, wo ein Gewässer durchfließt, ja? Hier durch Köln fließt halt der Rhein und das ist mega, mega fein. Wirklich, sehr, sehr schön. Punkt Nummer 9. Die kulinarische Vielfalt. Ob du Hunger auf das hast oder das. Ob du Vegetarier bist oder dies oder das. Hier in Köln bekommst du jegliche Speise, die du magst. Du bekommst sie einfach. Weil es ist einfach alles da. Punkt Nummer 8. Die Kioskkultur. Ja, du sitzt abends um 11 Uhr zu Hause. Alle Supermärkte haben zu. Aber es gibt natürlich noch den Kiosk um die Ecke, wo du dein Bier bekommst. Wo du, wenn du eine Party machen willst, noch ein Fass bekommst. Ja, wo du Knabberzeug bekommst. Wo du einfach alles bekommst. Ja, wonach dir sehnt. Der Kiosk um die Ecke hat alles, was du brauchst, auch wenn der Supermarkt um die Ecke schon längst zu hat. Punkt Nummer 7. Die verschiedenen Veedel. Köln ist so vielfältig. Ich habe auch jetzt schon in verschiedenen Veedeln gewohnt, also verschiedene Stadtviertel. Ja. Es gibt ein Studentenviertel, wo Studenten Party machen. Dann gibt es natürlich Veedel, wo Leute wohnen, die, ja, sehr viel Kleingeld haben, ja. Dann gibt es normal bürgerliche Veedel, dann gibt es diese Veedel und Partyveedel und es gibt Touristenveedel. Es gibt so viele Stadtviertel in Köln, ja, mit so viel Unterschied, ja. Es ist so viel, ja, es gibt so viele Unterschiede zwischen den verschiedenen Stadtvierteln. Das ist schon mega, ne. Ja, Punkt Nummer 6, natürlich der Karneval, der Fasching. Ja. Es ist eine kölsche Tradition, Karneval, und es ist immer wieder ein Phänomen, wie der Karneval die Bürger hier in Köln verbindet. Ja. Punkt Nummer 5, die medizinische Versorgung. Meine Güte, wie oft habe ich schon bei irgendwelchen Ärzten angerufen, Fachärzte, ja? Wirklich Fachärzte, und die haben mir gesagt, kommen Sie morgen mal vorbei. Ich habe nochmal nachgefragt, meinen Sie morgen? Ja, kommen Sie morgen vorbei. Bitte, wo erlebt man sowas, dass man so schnell drankommt, ja? Punkt Nummer 4, ja, die Kölner selber. Sollte es dir mal richtig schlecht gehen und du bist vollkommen pleite, hier in Köln kannst du dich irgendwie mit einem Becher hinsetzen, ja, und die Kölner werden dir helfen. Sie werden dir helfen und notfalls schmeißen sie dir einen 50-Euro-Schein in den Becher und sagen, komm Junge, mach Party, du kommst schon wieder auf die Beine. Die Kölner, die lassen niemanden allein. Die Kölner, die werden dir helfen, auf die Beine zu kommen. Und das finde ich so geil an dieser Stadt. Punkt Nummer 3, natürlich der Dom. Der Dom, ein so tolles Gebäude. Das Wahrzeichen, man kommt nach Köln, man sieht den Dom und weiß, Ich bin zu Hause, mega geil. Ja. Punkt Nummer 2, die Toleranz. Hier in Köln darfst du sein, wie du willst. Ja, also ich weiß, ich bin ein schräger Typ, richtig schräg. Aber ich habe noch nicht die Menschen toppen können, die noch schräger sind als ich. Es gibt so viele verrückte Menschen hier in Köln. So viele, dass du merkst, wenn du denkst, oh, ich bin total verrückt. Nein. Es wird immer einen geben, der noch verrückter ist als du. Glaub mir das. So, Punkt Nummer 1. Was haben wir hier? Das muss ich mal eben gucken. Ach so, ja, das ist das generelle Gefühl. Das kölsche Gefühl. Du kannst in der ganzen Welt gewesen sein. Und wenn du nach Köln kommst, spürst du als Kölner, du bist zu Hause. Du bist zu Hause. Dieses kölsche Gefühl, ihr Föhl, das ist unbeschreiblich.
Ja, und die Stadt ist nicht nur schön, es gibt auch viele hässliche Stellen, aber ein Kölner liebt seine Stadt und er kann es gar nicht beschreiben. Ein Kölner kann diese Liebe zu seiner Stadt nicht beschreiben, weil diese Liebe ist, ja, sie ist einfach da. Danke für die Aufmerksamkeit.